wunderschönen guten Abend. Erst die Dame, hallo. Sie sehen ganz bezaubert aus. Hallo. So, darf ich fragen, was für ein Design? Das ist ein Kleid von Herzog Brautmoden aus Nürnberg, aus meiner Heimatstadt. Sehr, sehr schön. Herr Söder, gestern Filmpreis, heute Filmball. Auf was freuen Sie sich denn am meisten heute Abend? Auf den Eröffnungstanz mit meiner Frau. Finde ich auch, ja. Und München ist ja als Standort sehr, sehr wichtig. Gibt es da noch was zu verbessern oder sagen Sie, Sie möchten das jetzt ändern als Ministerpräsident? Na, wir machen das ja schon. Wir geben mehr Geld aus. Wir werden nicht schaffen, Berlin ganz zu toppen. Wir werden deutlich sozusagen aufholen wollen, weil wir glauben, dass eben in Berlin München die Filmstadt in Deutschland ist. Und da wollen wir noch ein bisschen zulegen. Vielen herzlichen Dank. Von ganz München. Zuerst mal also herzlichen Glückwunsch zum Ehrenpreis gestern Abend. Der Kollege geht ja schön weit weg. Das ist gut. Wie geht's Ihnen denn jetzt? Gut. Gut, ja, ja. Wie fühlt sich das jetzt an, in so relativ jungen Jahren diesen Ehrenpreis zu bekommen? Ja, habe ich ja bei der Rede gestern schon etwas zugesagt. Ist ja, verhältnismäßig jung, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ne? Wir haben ja festgestellt, ja. H.P. Kerkeling hat den Preis auch schon bekommen, obwohl er wesentlich jünger ist. Wesentlich jünger? Ja, also ein paar Jahre. Ich muss mich mal im Anwalt reden. Okay. Ihr macht ja beide das Meet Your Masters. Läuft es gut? Meet Your Master. Ja, das läuft sehr gut. Ja, wir nehmen jetzt neue Master auf in ganz anderen Bereichen. Im Bereich Finanzen. Wie lege ich am besten mein Geld an? Überhaupt den Werdegang des Geldes erklären wir mit der Sandra Navidi, eine tolle Frau, die an der New Yorker Börse arbeitet, die in die Hall of, Ding, so eine Art Hall of Fame aufgenommen wurde gerade. Und mit dem Professor Lesch. Der ganz interessant, ne? Kennen Sie ja sehr wahrscheinlich, ne? den Philosophen und Physiker. Und ja, so stellen wir uns immer breiter auf und es macht sehr viel Spaß, ist sehr viel Arbeit auch. Ja, von nichts kommt halt nichts. So ist es. Wir Frauen wissen das. Was hast du heute Schönes? Ich habe heute ein Kleid an von Irene Luft. Ja. Aber es freut mich, dass es vor allem, dass es lustig gefunden wurde, das freut mich sehr, sehr, sehr. Mir alles gegeben, um noch irgendwie Ihre Worte Ich hatte mir was überlegt, weil ich das, weil es so ein großes Geschenk ist für mich, dieser Preis. Und deswegen wollte ich ein Geschenk zurückgeben und habe mir wirklich was überlegt, was ich sagen wollte. Was war eigentlich gemeint? Ein rosa Kleid schneidern lassen, um am Ende zu sagen, heute Gold. Aber ich wollte ihm sagen, naja, es war mir wichtig, einfach zu sagen, dass ich uns ganz viel Vertrauen wünsche, dass wir die 20er Jahre in unserem Jahrhundert neu besetzen. Dass sie dieses Mal nicht ins Braune kippen, auch nicht nur Gold werden. Nee, das ist ja alles farbenfroh, ja. Das wusste ich nicht. Ja, und das war mir so wichtig. Dass sie rosa werden wie Rosa Luxemburg. Wie fühlen Sie sich heute? Ja, erleichtert. Nein, das war, ich glaube, das heißt doch gar nicht begriffen. Ich habe mich total gefreut, Kollegen auch zu treffen und aus der Branche viele zu treffen. Das war wunderschön. Also ich glaube, ich brauche noch ein paar Tage, um das alles zu begreifen, was da passiert ist. Das war Wahnsinn. Wie lange arbeiten Sie schon als Schauspieler? Tja, 25 Jahre eigentlich. Ja, schon lange. Das nächste Projekt schon wieder in Gang? Ja, einige sind in Gang, genau. Auch sehr schöne, aber da kann ich noch nicht drüber reden. Das ist immer so mit ungelegten Eiern. Aber es kommen sehr schöne Sachen raus. Und zwar ein sehr schöner Tatort mit Ulrich Tukur wird rauskommen. Dann kommt die Serie Shadowplay. Das ist ein schwedischer Regisseur, Måns Merlind, hat die geschrieben und auch gedreht, also Regie geführt mit Björn Stein, mit dem er immer arbeitet. Und das war auch wunderschön. Ich bin sehr dankbar. Ich habe sehr viele schöne Sachen gemacht. Und in der Volksbühne läuft Der Palast. Dann danken wir Ihnen, dann wünschen wir Ihnen weiter noch sehr viel Erfolg. Vielen Dank. Schafft man das denn? Du bist ja, du wirkst relativ natürlich noch, trotz des großen Erfolgs, so irgendwie am Boden zu bleiben. Erdanziehungskraft. Ja. Unter anderem. Nee, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es so ist. Ja, ich glaube schon. Ist ja auch alles. Mein Gott, das, was hier zum Beispiel heute passiert, ist ja nicht alltäglich. Also, es ist einmal im Jahr, da freue ich mich sehr drüber, aber den Trubel, den nehme ich ja sonst nicht so wahr. Also, es ist nicht so, dass ich normal vor die Tür gehe und dann Waffen da stehen. Nee, Gott sei Dank nicht. Nee, mein Leben ist eigentlich relativ normal. Okay.